Als 1962 die Rolling Stones gegründet wurden, da ahnte niemand, welche Berühmtheit sie einmal erlangen würden. Inzwischen gibt es rund 400 Platten, DVDs, CDs und Bücher über die Band. Sie sind eine, wenn nicht sogar die erfolgreichste Band der Welt. Allerdings haben sie eines noch nicht, ihr eigenes Museum. Doch genau das will jetzt Ulrich Schröder in der norddeutschen Provinz ändern. Sie elektrisieren die Massen, sie sind Kult, die Rolling Stones. Ihr größter Fan ist Ulrich Schröder aus dem beschaulichen Lüchow in Niedersachsen. Von seinem ersten Live-Konzert in Hamburg an ließ ihn die Faszination Stones nicht mehr los. Fortan trägt er Anzug und Zylinder, ein Bühnenoutfit von Mick Jagger aus jüngeren Jahren. Ulrich Schröder ist nicht nur Fan, er lebt die Rolling Stones. Dass die Rolling Stones mein Leben so intensiv bestimmen, habe ich an für sich nie dran gedacht. Also es hat sich einfach jetzt dann ergeben, dass durch das Aussteigen aus dem Bankberuf und dass ich dann einfach auch Galerist von Ron Wood wurde, dass ich dann auch zeichne, die Sammlung ist einfach so groß und so umfangreich, da musst du Räumlichkeiten schaffen, damit man sie zeigen kann. Seit 1965 sammelt der ehemalige Banker alles, was mit den Stones zu tun hat. Eine Sammelleidenschaft, die ihn in den letzten Jahren auf eine Idee brachte. Ich hatte schon mal überlegt, gibt es schon mal ein Rolling Stones Museum in Deutschland oder gibt es in deiner Nähe ein Stones Museum? Ich habe immer was von Beatles Museen gehört und ich habe auch gehört, dass einige mal begonnen haben, so etwas anzudenken. Aber es scheiterte auch jeweils immer am finanziellen Rahmen. Und gut, ich wollte es besser machen. Über die Jahre fanden sich Fußabtreter, Poster, Puppentassen. Es wurden mehr als 5000 Exponate. Teuerstes dabei, Ron Woods Porträt seines ehemaligen Faces-Bandkollegen Rod Stewart, wert mehr als $100.000. Als Ronny ein Buchprojekt mit Rod Stewart startete, da wollte Ronny das Bild gerne von mir wiederkaufen. Und da habe ich natürlich gesagt, also Ronny, du, das ist jetzt in meine Sammlung integriert. Und wir können jetzt nicht tauschen und ich verkaufe es dir auch nicht. Und sieh es mal einfach als abgeschlossen an. Und so sind wir dann auch auseinandergegangen. Ein wahrer Fan gibt nichts weg. Er lässt andere höchstens daran teilhaben. Genau deshalb baut Ulrich Schröder in Lüchow das weltweit einzige Stones Museum. Es wird also quer durchgehen. Es werden also einfach Stones T-Shirts sein, dass wir da 400 haben, dass wir über 200 Tonträger haben von den Rolling Stones. Wir werden hunderte von Eintrittskarten, Filmplakaten zeigen. Wir werden Gitarren zeigen. Wir werden von der kleinen Kondomdose bis zu großen flächigen Werbebannern, die es in Stadien gab, ist alles präsent. Wir werden eher Platzprobleme haben, dass wir alles zeigen können. Die Ausstellungsstücke müssen noch ihren Platz finden, doch Uli ist gedanklich schon weiter. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, dass auch Mick Jagger oder Keith Richards hier bei uns durch die Türen kommen. Und ich freue mich, wenn ich noch auf den Beinen bin und kann ihnen die Hand reichen und sie begrüßen. Bevor sich allerdings die Weltstars ins beschauliche Lüchow verirren, muss noch einiges getan werden. Erst dann glitzern die Stars und Sternchen im Museum und nicht nur auf seinem Hut. Wir freuen uns drauf. Das war Brisant am Mittwoch. Morgen gibt's schon ein Wiedersehen.